Ja, Kommandant? Das ist nicht richtig. Wahnsinn. Warum? Warum? Alles ist verkehrt. Es geht nicht. Bleib weg von mir. Ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Ich bringe euch alle um. Ihr werdet alle sterben. Haltet euch fern. Er hier ist gewalttätig. Hör! Hä? Ihr Böse. Ja! Ich war böse. Ah! Es werden alle... Hör!
eurer Seite. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Ich bin auf eurer Seite. Hey. Unwürdig, unwürdig, unwürdig. Nutzloses, sterbliches Fleisch. Sack Mist auf Beinen. Ein guter Versuch. Schade, dass er tot ist. Kann vorkommen. Bringt mir einen Champion. Zerreißt das Fleisch meiner Feinde, einen sterblichen Champion, der durch die Eingeweide meiner Feinde wartet. Kommt doch! Setzt euch doch! Lasst uns doch höflich bleiben. Bitte, setzt euch. Bitte, nehmt doch Platz. Ja, was kann ich für euch tun? Ihr seid wegen der Tür hier, nehme ich an. Ja, ihr seid hineingegangen und jetzt seid ihr hier. Erstaunlich, wirklich. Ich bin Heskyl. Kammerherr des Fürsten Sheogorath. Ihr nähert euch den Shivering Isles. Jenseits der Tür hinter mir liegt das Reich von Sheogorath, Prinz des Wahnsinns, Fürst des Nimmerda. Weil mein Fürst will, dass es so ist. Es stellt für Mundus keine Gefahr dar, kein Pakt ist verletzt worden. Es ist eine Tür, eine Einladung. Vielleicht könnt ihr es als das nehmen, was es ist. Sie treten schlecht vorbereitet in dieses Reich ein. Ihr Geist gehört jetzt meinem Fürsten. Geheilt? Ihr sprecht, als ob sie krank wären. Sie leben jetzt in einer anderen Daseinsform. Vielleicht seid ihr es, der Heilung braucht. Für euch? Ich weiß nicht. Mein Fürst sucht einen Sterblichen, der ihm als Champion dienen soll. Was seine Absichten betrifft, jeder Versuch, die zu ergründen, wäre töricht. Sein Wille ist ihm eigen. Seine Wirklichkeit richtet sich danach. Ihr seid hier, weil ihr beschlossen habt einzutreten. Ihr wurdet nicht gerufen. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt genauso hinauskommen, wie ihr hineingelangt seid. Es wird euch dadurch nicht schlechter ergehen, dass ihr hier gewesen seid. Oder ihr könnt durch die Tür hinter mir weitergehen. Wenn ihr die Tore des Wahnsinns passieren könnt, wird Fürst Sheogorath vielleicht einen Nutzen für euch finden. Wer weiß, es gibt immer eine Wahl. Das Reich des Wahnsinns ist in dieser Hinsicht nichts anderes. Ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Tretet ein oder auch nicht, aber entscheidet euch. Ich habe auch noch anderes zu tun. Sprecht mich wieder an, wenn ihr euren Entschluss gefasst habt. Die Spannung ist fast unerträglich.
Und? Habt ihr euren Entschluss gefasst? Ich bin gespannt wie ein Daedra-Bogen. Gut. Mein Fürst wird bestimmt sehr erfreut sein, vorausgesetzt, dass es euch gelingt, ihn zu sehen. Ihr werdet die Tore des Wahnsinns passieren müssen. Ach ja, und hütet euch vor dem Torwächter. Er mag keine Fremden. Genießt euren Aufenthalt. Thank you.
Ich habe versucht, sie zu warnen. Vielleicht sind sie nur verwirrt. Willkommen in meiner Stadt. Man sagt, die Schlüssel wurden in den Körper des Torwächters eingenäht. Im Klartext heißt das, ihr könnt nicht hinein. Der Ort war ziemlich verlassen, als ich herkam. Natürlich folgten mir dann andere. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Er bewacht die Tore des Wahnsinns. Seht doch selbst. Gleich wird er eine Gruppe von Abenteurern vernichten. Ich setze mich jetzt selbst in Erstaunen. Hallo, ich bin Dretwin. Als ich hierher kam, waren die Eigentümer weg. Sie haben allerdings viele Sachen zurückgelassen. Was braucht ihr? Ich habe das Gasthaus übernommen, als ich herkam. Niemand wohnte hier, abgesehen von Sheldon. Er behauptet, der Bürgermeister zu sein. Glaubt ihm nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss auf die andere Seite. Ich weiß nur nicht, wie man dorthin kommt. Er bewacht die Tore des Wahnsinns. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Gleich wird er da oben eine Gruppe von Abenteurern vernichten. In Bliss gibt es einen Mann, der glaubt, sein Haus könne jede Minute über ihm zusammenstürzen. Auf Wiedersehen. Dort. Bleibt dem Torwächter fern, überlasst das uns. Das dürfte ein leichtes sein. Los, weiterkämpfen. Sie hätten auf mich hören sollen. Stimmt ihr nicht? Zieht euch zurück! Ich bin Fela Sarandas. Atmet mich nicht an. Ganz schön gruselig, was? Jairet hat vor, ihn zu töten, wie weiß ich auch nicht. Der Torwächter scheint doch unzerstörbar zu sein.
Ein Tor führt nach Mania, das andere nach Dementia. Der Torwächter sorgt dafür, dass niemand Unbefugtes hineingelangt. Kränkel Clara in Tiegeln hält sich für sterbenskrank. Es ist ganz in Ordnung hier. Weniger schmutzig als anderswo. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hierher. Dieser alte Mann in dem Raum aus Schmetterlingen sagte, ich solle hier warten. Wiedersehen. Ich werde versuchen, Wörter mit weniger Silben zu verwenden. Er bewacht die Tore des Wahnsinns. Kommt ihm nicht zu nahe. Er wird euch töten und das gibt eine Sauerei in meiner Stadt. Jairet Eisader möchte den Torwächter töten. Hört sich für mich wie Selbstmord an. Falls ihr Hochkreuz besucht, sprecht mit Mirilli Ulven. Sie braucht Hilfe bei ihrem Projekt. Tschüss! Nicht zu fassen. Er hat meine Männer alle getötet. Geht mir aus dem Weg. Habt ihr irgendwas getötet? Was kann ich für euch tun, Ritter? Ich will ihn tot sehen. Ich brauche ihn tot. Seine Knochen rufen mir zu. Man sagt, auch ihr wollt ihn tot sehen. Wenn ihr mit einem Dietrich umgehen könnt, können wir einander helfen. Dann können wir in die Fleisch- und Knochengärten gelangen. Es heißt, der Torwächter sei magisch. Ich glaube nicht an Magie, aber Knochen, an die glaube ich. Und die beste Methode, etwas zu töten, ist mit den Knochen von seinesgleichen. Ich kann die Knochen eines toten Torwächters im Hof der Gärten sehen, aber die Tür ist abgeschlossen. Ihr öffnet das Schloss und ich sammle die Knochen ein. Dann fertige ich Pfeile an und wir töten den Torwächter. Klingt das gut? Beeilt euch! Die Knochen rufen! Ich bin den Knochen gefolgt. Sie führten mich hierher. Dann bin ich einfach hier eingezogen. Es schien niemanden zu stören. Hier scheint jeder auf etwas zu warten. Passt auf, wenn ihr euch in die Ruinenstadt Vitarn wagt. Ich höre schon, wie sie mir von der anderen Seite zurufen. Wir müssen den Torwächter töten. Er hat die Schlüssel. Er muss sterben. Es ist der einzige Weg. Bis später!